So, Freunde, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir den neuen Castigator getunt haben. Wie wir den bekommen haben, ist sehr interessant. Er ist die Stufe 4 Karrierebelohnung und wir konnten ihn im LSK mit von unseren Kollegen abkaufen. Schaut mal das Video dazu, habt ihr gesehen. Sehr, sehr interessanter Wagen, sehr, sehr geil. Fährt sich auch auf jeden Fall relativ gut, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um den neuen. Na, was ist neuen? Jetzt auf jeden Fall für jeden zugänglichen Pipistrello für leider 3 Millionen GTA-Dollar. Das Gute bei dem ist zumindest, dass wir hier keine weiteren Upgrades haben, wie HSW oder Imanitech. Das heißt, bei den 3 Millionen Dollar wird es zumindest erstmal bleiben. Und ich würde sagen, wir bestellen den jetzt und tunen den auch sofort. Wir bestellen den in einem Weiß, das habe ich sehr lange nicht mehr gemacht, in unsere Autowerkstatt, wie immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. So, wir sind genau angekommen und der Pipistrello ist damit auch angekommen. Also ich sehe leider, dass hier langsam ein Muster ist von den Farben. Aber das ist wirklich nicht meine Schuld, das sind die Zuschauer. Wunderschöner Sportwagen. Ich weiß nicht, wie ich den von vorne finde. Sehr schlicht gehalten. Aber das hat auch das gewisse Etwas. Aber von hinten auf jeden Fall mal was ganz anderes. Aber ich würde sagen, wir halten uns gar nicht weiter auf und tunen den direkt. Okay, der Wagen macht keinen Ton. Das ist, weil der ein Elektrofahrzeug ist. Also ich würde sagen, wir fangen an. Fensterleisten. Serienmäßig. Zierrand, ah, das ist das alles hier. Das alles, auch ganz hinten, das ist crazy. Primärfarbe, Sekundärfarbe und Carbon. Ich würde sagen, wir machen das mal in der Sekundärfarbe. So, Bremsen voll, Motor voll, Kühlergrill haben wir, 13 Optionen. Serienmäßig, geteilt, oh, das sieht man leider schlecht, aber ich hoffe, man kann es trotzdem sehen. Geteilt Primär, Sekundär, Carbon, zweifach geteilt. Dann haben wir Kreuz geteilt und das war's auch schon. Ich finde zweifach geteilt relativ gut und den nehmen wir mal auch in der Sekundärfarbe. Motorhaube 17, Doppeleinlass. Dann haben wir Dreifacheinlass, Rennlüftung. Oh, das sieht schon mal, also das gibt dem Wagen einen ganz anderen Look. Und dann haben wir als letztes noch die Wettbewerbslüftung. Und das alles natürlich nochmal in der Sekundär-Carbon- und Carbon-Schmiede-Variante. Aber ihr seht schon, was hier alles als Motorhaube zählt. Das geht bis hier ganz hinten hin. Das ist crazy. Ich finde die Rennlüftung sehr, sehr nice. Deswegen nehmen wir die mal. So, dann kommen wir zum Design. Weißer Streifen können wir leider nicht sehen, aber ich denke, man sieht diesen Pfeilen ein klein bisschen vorne und nach hinten. Das ist jetzt natürlich sehr blöd. Ich ändere mal kurz die Farbe. Ich mache den mal in der dunklen Stahlfarbe, weil dann können wir gleich die ganzen Designs ein bisschen besser erkennen, hoffe ich mal. Also, wir gehen auf Designs. Weißer Streifen, ja, total viel, viel besser auf jeden Fall jetzt. Schwarzer Streifen kann man dann noch erkennen trotzdem. Dann haben wir den Overflot-Streifen an der Seite, auf beiden Seiten. Dasselbe nochmal in Schwarz. Geometrie. Straßentarnmuster. Hat auf jeden Fall etwas. Oh, das ist nur die eine Hälfte. Okay. Ah, und dann haben wir hier komplett. Okay, sehr nice. Dann das Straßenrenntarnmuster. Und Itachi 96. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr geil aus. Also irgendwie ist in dieses Design sehr viel Liebe geflossen. Das finde ich sehr geil. Ich würde einfach sagen, wir nehmen erstmal nichts. Wir tunen den mal und schauen am Ende nochmal nach. So, Spiegel. Die sind einfach gar keine Spiegel, merke ich gerade. Es war sogar einfach gar keine Spiegel, daran habe ich gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir können die in der Primärfarbe machen, Sekundär und verschiedene Farben. Ich muss sagen, die Spiegel sehen gar nicht mal so schlecht aus, aber mir hat der Look gefallen ohne Spiegel. Deswegen lassen wir das auch erstmal sein. Dann haben wir das Dach mit 13 Optionen. Dach, Luft, Hutze und ihr seht wieder, was alles als Dach zählt, wegen den ganzen Farben. Dann haben wir die verlängerte Dachlufthutze, die geht einfach bis hinten durch. Als nächstes haben wir die vollständige Dachlufthutze, die geht einfach bis zum Kofferraum, also ist etwas angehoben überall, das sieht man. Und das wäre es auch schon. Ich muss sagen, ich finde die Dachlufthutze nicht so geil, aber wenn ich eine nehme, dann die vollständige. Dann haben wir die Seitenverkleidungen, Carbon, erweitert Carbon und Carbonflügel. Das nehmen wir mit dem Flügel, dann passt es zum vorderen Teil. Dann haben wir den Splitter. 21 Optionen, okay, crazy. So, Splitter ohne Einlass, ist nur ein bisschen erweitert. Okay, jetzt wird's krass. Mark 1, Mark 2, Mark 3 und Mark 4. Dann haben wir den erweiterten Splitter immer mit denselben Optionen. Aber ihr könnt sehen, an den Seiten werden ein paar Sachen hinzugefügt. Und dann haben wir noch den verlängerten Splitter mit Einlass. Und zu allerletzt den extremen Splitter. Okay, das ist krass. Das ist viel zu extrem. Ja, aber es liegt ja auch im Namen. Okay. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal den verlängerten Splitter mit Einlass Mark 4. Damit es auch mal was bisschen anderes ist, ne? Und ist eigentlich auch schon relativ brutal so. Jetzt kommen wir zum Spoiler und wir haben einfach 23 Optionen. Und ihr wisst, ich liebe meine Spoiler. Deswegen lassen wir das immer zuletzt. Schnell die Sonnenblenden, wir machen die Primärfarbe drauf. Den Turbo machen wir rein. Die Reifen lassen wir sogar so. Ich zeige euch später, wie wir die ändern. So, dann schauen wir uns jetzt die Spoiler an. Ich bin extremst gespannt. Wir haben den kleinen Entenschwanz, den mittleren, die große Serienflosse. Mal was ganz anderes, speziell für diesen Wagen. Sehr geil. Dann in der Primär, Sekundär und Carbon. Dann haben wir den Renn.
Fanflügel, okay. Hat auf jeden Fall eine sehr schöne Länge. Flachenflügel, der gefällt mir bisher am besten. Verbindet sich sogar da an der Stelle mit dem Auto. Dann haben wir den Floatingflügel. Oh mein Gott, sieht der geil aus, okay. Ich glaube, den nehmen wir wahrscheinlich. Dann haben wir den Wettkampfflügel. Geteilter Flügel, auch sehr geil, auch sehr, sehr nice. Und zu allerletzt den Overflottflügel. Wow. Okay, der gefällt mir sehr gut. Oh noch, sorry, als letztes kommt der GT-Flügel. Aber ich meine, bei den ganzen geilen Optionen, den GT-Flügel zu wählen, ist jetzt auch ein bisschen dumm, um ehrlich zu sein, auch wenn der sehr gut aussieht. Ich mag zwar den Overflottflügel, aber ich habe mich einfach in den Floating-Flügel hier oben sehr verliebt. Ich wünsche nur, er hätte an den Seiten ein paar Details, dann wäre es einfach perfekt. Deshalb denke ich, nehmen wir mal den Floating-Flügel in der Sekundärfarbe. Aber ich sehe, dass sich nur die vorderen Teile da ändern. Und dann nehmen wir ihn erstmal in der Primärfarbe so. Okay, jetzt fehlt nur noch das Design und die Lackierung. Aber ich wollte euch ja danach noch zeigen, wie wir die Reifenfarbe ändern. Deswegen mache ich das mal kurz und wir sehen uns ausnahmsweise mal nicht draußen wieder, sondern hier wieder. So Leute, ich bin fertig. Es kann sein, dass es manchen Leuten nicht gefällt. Ich habe das Overflot-Design genommen unten in schwarz, damit das zu der Sekundärfarbe passt. Die ist auch schwarz. Die Primärfarbe ist in Torino-Rot und den Perleffekt habe ich in einem Gelb gemacht, damit wir diesen schönen Schimmer haben bei den Stromlinien von diesem Fahrzeug, weil die sind wirklich wunderschön. Also ich finde den Wagen wirklich sehr, sehr gelungen von Rockstar. Deswegen da wirklich Props. Auf jeden Fall, das hat mir jetzt so gefallen erstmal. Und jetzt müssen wir halt noch irgendwie die Felgenfarbe ändern, ne? Und das machen wir folgendermaßen. Es ist ein bisschen Arbeit, aber ich führe euch das schnell durch, damit wir das gemacht haben. In den anderen Videos ist es ja immer in den Streams ein bisschen voll. Jetzt habe ich mal die Zeit. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Also zuerst gehen wir zu den Reifen und ich weiß nicht, ob es mit anderen Reifen geht. Deswegen zeige ich euch das jetzt an diesen Reifen. Wenn es mit anderen Reifen funktioniert, lasst es mich gerne wissen. Und zwar gehen wir auf die Gelände, serienmäßig und dann Rugged Snowflake. Also so habe ich es gesehen, so habe ich es ausprobiert, so hat es funktioniert. Und ich habe es noch nicht mit anderen Felgen probiert. Es könnte sein, dass es der noch funktioniert. Wir nehmen die, wir gehen raus und färben die jetzt in der Farbe, die wir gerne möchten. In diesem Fall möchte ich, dass die Standardfelgen von diesem Fahrzeug in schwarz sind. Ich wähle das schwarz aus und dann verlasse ich einfach die Tuning-Werkstatt. So, jetzt braucht ihr leider ein Zweitgerät, ein PC oder ein Handy. Jetzt geht ihr auf die Rockstar Seite, auf die GTA Online License Plate Creator Seite, das sollte jeder von euch wissen mittlerweile, und da erstellt ihr dann für dieses Fahrzeug, ihr müsst den Pipistrello auswählen, ein neues Nummernschild. Die Bestellung gibt ihr auch während ihr noch online seid. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es ankommt, und so lange können wir den Fahrzeug testen, wie der sich fährt. Die Beschleunigung ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und das Fahrzeug lenkt sich auch sehr gut. Es ist auch einer der top neuen Supersportwagen und ihr könnt schon sehen, die Bestellung ist angekommen. Wir fahren ganz schnell zum Los Santos Customs. So, jetzt ist es wichtig, dass ihr für die Bestellung bezahlen müsst. Wenn ihr bezahlen müsst, hat es funktioniert. Wenn nicht, hat es nicht funktioniert. Und ihr könnt sehen, ich muss 3000 bezahlen. Ich drücke auf Bestellung ausführen und wir haben die Standardfelgen in schwarz. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gedacht, dass der äußere Rand der Felgen schwarz sein wird. War leider nicht so. Aber ich lasse es trotzdem erstmal so für die Arbeit, einfach weil wir jetzt besondere Felgen haben und ihr könnt das gerne so machen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, bei dem Wagen sieht das jetzt nicht so gut aus. Ich würde dann doch lieber andere Felgen drauf machen, aber ich habe jetzt einfach mal die Zeit genommen, um euch diesen Trick auch zu zeigen. So, jetzt geht es einmal darum, den einfach mal in der Geraden und in der Stadt etwas zu testen. Und ich muss sagen, die Beschleunigung gefällt mir sehr gut. Es ist ja auch ein Elektrofahrzeug, kein HSW, aber dafür wirklich trotzdem sehr, sehr schnell in der Gerade und auch in den Kurven. Die kann man wirklich auch sehr, sehr gut nehmen. Auch wenn der Wendekreis etwas lang ist, kann man gut bremsen und sofort einfach in die Kurve rein. Also da muss ich sagen, ist der Wagen gar nicht mal so schlecht. Das wäre jetzt meine Schuld, ich habe den Wagen ein bisschen überfordert, aber ansonsten, wenn man den unter Kontrolle hat, ist der gar nicht mal so schlecht. Und weil die Beschleunigung auch so schnell ist, wird man auch nicht so sehr dafür bestraft, etwas mehr auf die Bremse zu treten, um etwas sicherer zu sein, weil man kriegt die Geschwindigkeit sofort wieder zurück. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und Leute, damit soll es das für heute gewesen sein. Ich fahre mal hier bei Simians rein und hiermit verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Einschalten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Tuning hat euch gefallen. Das ist der neue Pipistrello, jetzt für jeden zugänglich. Letzte Woche nur für GTA Plus. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ciao.